In der Schlacht von Hastings änderte der Tod eines Mannes die Geschichte. Hier, an der Südküste von England, wurde der angelsächsische König Harald getötet und seine Armee durch Wilhelm den Normannen bezwungen. Die Herrschaft der Angelsachsen war für immer gebrochen. An Weihnachten 1066 wurde in der Westminster Abbey Wilhelm als erster normannischer König Englands gekrönt. Jetzt musste er seine Macht im Land sichern, indem er der Landschaft seinen Stempel aufdrückte. Er baute Kathedralen und Burgen an strategischen Punkten. Dergleichen hatte man in England noch nie gesehen. Und sie machten der angelsächsischen Bevölkerung klar, wer im Land das Sagen hatte. Doch nicht alle waren erfreut über die normannische Herrschaft. Angelsächsische Revolten brachen im ganzen Land aus. König Wilhelm handelte schnell und schlug sie nieder. Doch in einer Region geriet die Unzufriedenheit außer Kontrolle. Nordengland. 1069 schlossen die Herrscher von Northumbrien eine Allianz mit Wikingerkämpfern. Sie marschierten auf das von Normannen besetzte York. Eine große Stadt mit einer wichtigen Kathedrale, noch immer geschützt von Mauern aus römischer Zeit. Doch die Mauern konnten York nicht retten. Stadt und Festung fielen an die Rebellen. Wilhelms neues Königreich war bedroht. Er musste die Stadt wieder unter normannische Kontrolle bringen. Wilhelm war gezwungen, seine Männer nach Norden zu beordern. Doch wie viel Widerstand von den Rebellen würden den normannischen Streitkräften auf ihrem langen Marsch nach York begegnen? Wilhelm der Eroberer marschierte mit seinen Normannen gen Norden, um York von den Rebellen zurückzuerobern. Doch auf seinem Weg lagen Städte, die seinen Feinden aus dem Norden Unterschlupf gewährten. Er würde sich die Städte zurückholen, und zwar mit Gewalt. Die Normannen eroberten die Stadt Middleford und fassten so im Norden Fuß. Da die Verstärkung für seine Armee bald eintreffen sollte, brauchte Wilhelm weitere Rohstoffe, um sie zu versorgen. Edifix Pero! Edifico. Quod? Movens.
Kavallerie Coursores. Attention, obéir. Soyez votre yetz bon à moi. Escolte, obéis ici. Explorons. Cavallo. Parade. Si. Spero. Ubi vado. Edifico. Ensala. Certe. Mendes? Si. Vado. Explo. Bene. Escolto. Ensala. Vado. Spero. Lavoro. Ok. Lavoro. Fei. Parat. Escolto. Si. Cavallo. Vado. Bene. Ensala. Vado. Si. Chiarte. Escolto. Obéir, c'est vertu. Ubi vado? Si. Spero. Mendes, escolto. Explorons. Me, movo. Parat, si. Cavallo. Certe. Bene, Odin, avant. Attends. Apertizet. Odin, t'es. Ici. Ensala, si. Die normannische Armee war nun durch eine Stadt gut versorgt, doch es bedurfte anhaltender Bemühungen, damit die Armee bei vollen Kräften blieb. Mendes, Cavallo. Fulford, eine weitere Rebellenstadt, widersetzte sich Wilhelms Herrschaft. Ah! Honor, incontinent. Che? Odite, sito. Access mezzo, si com vos voldres. Escolto. Vado. Massone. Quod? Lavoro. Che? Massone. Che? Fine. Edifico. Fect. Leucertes. Quand je commande, avante. Avante, compagnon. Incontinent.
suis votre serveuse. Pour votre service. Quand je commande, avant. Si comme vos volgrès. Je suis votre serveuse. Nachdem er die Rebellen von Fulford bezwungen hatte, war Wilhelm York einen Schritt näher. Sie. Da er wusste, dass er in der Stadt auf starken Widerstand stoßen würde, machte Wilhelm sich daran, seine Kavallerie zu verstärken. Comprendo. Edifico. Je veux Certes. Si, parate. L'entière, si. A reparate, archers. Die normannische Armee bekam es mit einem neuen Feind zu tun, den Dänen. Wilhelms Armee wehrte den Angriff der Dänen ab. Doch die Angreifer drohten wiederzukommen, sofern Wilhelm sie nicht in Gold auszahlte. Comprendo, assulto l'ennemi.
Si? Oye, oye! Coupe grande course! Elle a soude! Coupe grande course! Mes plectes! Sonata. Caval parat, si voleis. Esfect. Coursor, si voleis. Esfect. Nos menaces. L'amour sperans. Benefect. Felicet beat. Attends. Apertizet. Compagnon. Gegen ein Lösegeld konnte Wilhelm den Angriffen der Dänen entgehen. Wilhelms endgültiges Ziel war zum Greifen nah. Er musste nur noch in York einmarschieren und den Bergfried der Stadt zerstören. Thomas. Vado labura. Caval parat. Commandes. Cum grand course. Ambulo. Cum grand course. Cavallo ici. Vado. Quid me? Tuts audite. Laborans en limans. Io masono la cose. Cose sera masonata. Parat por venir. Cose sera masonata. Wilhelms Verstärkung aus dem Süden war eingetroffen und vergrößerte seine normannische Armee erheblich. Labour sperans. Tut sodite. Io masono la cose. Mandes quid. Io masono la cose. Quid me? Parat pour labourar. Si, comprendo.
de Labourard. Soyez prêts, comme je suis votre serveuse. Incontinent. Si, cavalo ici. Aces metzvos, compagnon. Avant, compagnon. Retrayez vos amours. Soutiens. Bonne labour. Les spasmes sont ici. Si. Ah!
Die normannische Armee strömte in die Stadt York und begann, sie zu plündern, während sie sich auf den Bergfried stürzte. Die Festung fiel an die normannische Armee und York war gesichert. Die Rebellion im Norden war vorüber und Wilhelm der Eroberer, der unangefochtene König von England.